Willkommen, ihr Freunde der Kommentare, Kommentier-Scheiße, hier beim Roundup Feedback. Ich hoffe, ihr habt Spaß gleich und es geht direkt los. Fuck yeah! Was haltet ihr eigentlich von der ganzen Ben Affleck und Bryan Cranston Nummer? Schreibt das mal in die Kommentare. Dr. Gonzo 226 schreibt, oh nö, nicht Affleck. Na, weißt du, was Sache ist, mein Freund? Ich habe die Traumata Kilmer und Clooney bis heute nicht verkraftet. Positiv denken, ja genau, positiv denken ist immer gut. Sophie ist back, fuck yeah, Freu, ganz genau. Sie ist back und wird euch sicherlich jetzt auch weiterhin mit coolen Stuff direkt aus Hollywood versorgen. Green Simpson Day schreibt, oh yes, ich habe auf Bryan Cranston gehofft. Ich vertraue auch Affleck, da er nicht mehr die Probleme hat, die er bei Daredevil hatte. Er hat seine Karriere umgekrempelt und nun wird er das schon schaukeln. Ja, ich hoffe drauf, mein Freund, ich hoffe drauf, dass da was drauf wird. Und Bryan Cranston ist ja sowieso ein geiler Schauspieler. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, ich habe ihn ja lange Zeit nur als Hal von Malcolm mittendrin gesehen. Und für mich war es am Anfang mega schwer, ihn irgendwie auch in anderen Rollen zu sehen. Wenn er denn die Rolle wirklich bekommt, da haben wir in der letzten Roundup gemerkt, das ist noch nicht ganz sicher, aber wir hoffen drauf und das wäre natürlich super awesome. Next Reanimation schreibt, Ledger kannte ich damals noch nicht. Affleck dagegen kannte ich aus vielen schlechten Filmen, in denen er nicht glänzen konnte. Deswegen die Aufregung. Okay, kann ich verstehen. Ich bin auch nicht so der Fan von Ben Affleck. Lasst uns einfach mal gespannt sein. Wenn die ersten Trailer rauskommen, dann können wir immer noch rumkotzen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Millionen Menschen gehen auf die Straße. Wir wollen nicht Affleck. Wir wollen nicht Affleck. Und dann setzen sie wieder den Clooney dahin. Zitrusfrucht LP schreibt. Und der Rage steht voll ab, Freunde. Der geht voll an die Decke. Videotitel und Thumbnails wie bei Bild. Alter, wenn du anders nicht an Klicks kommst, solltest du aufhören mit YouTube. Das ist Betrug! Ich würde dir raten, das nochmal anzusehen, denn genau das war ja bei dieser Ausgabe der Punkt. Wir streuen jetzt unser eigenes Gerücht. Wir haben ja eine Fake News verbreiten wollen. Und das können wir ja nicht machen, wenn wir irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, alles richtig hier in den Titel schreiben. Ganz ehrlich, das muss man ein bisschen... Seid nicht immer so ernst. Habt Spaß im Leben. Nehmt die Faust hoch und schreit Fuck yeah! Und dann erscheint noch Beautiful Creatures. Den könnt ihr gewinnen. Schreibt einfach Hexe in die Kommentare. VUKT hat gewonnen. Glückwunsch. Und sie hat, oder er hat, ich denke mal, es ist ein sie, keine Ahnung, Mann, hat Hexe in die Kommentare geschrieben. Glückwunsch zu dem. Und Aline, schreibt doch mal, nimmt doch einmal ganz, ganz einfache Namen. Irgendwas, was ich lesen kann. So, nun kommen wir zu der Verlosung von. Blood. Blood, 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 blood. Da gab es einen Gewinner und ihr solltet Blutwurst auf Englisch in die Kommentare schreiben. Und da gibt es die Gewinnerin, ich schätze mal, dass es eine Gewinnerin ist, Naschkatze. Diese oder er, es hat geschrieben Black Pudding. Das ist richtig, hast du gut gegoogelt, beziehungsweise vielleicht wusstest du es ja auch, ich weiß das ja nicht. Du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch und einen riesen Applaus von mir, dass du das rausgefunden hast. So, nun kommen wir zu den Märchen und da hatten wir für euch Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Diesen könnt ihr natürlich gewinnen bei uns. Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, welches andere Märchen würdet ihr gerne als blutigen Trasher verfilmt haben. Chuck Norris hat uns einen Kommentar geschrieben. Auf Deutsch, denn wir wissen ja, Chuck Norris kann jede Sprache der Welt und auch die, die es gar nicht gibt. Denke mal, die meisten Märchen wurden ja schon verfilmt, aber ich würde gerne mal einen brutalen FSK 18 Rotkäppchen-Film sehen. Smile. Ja, wäre geil, so richtig mit Blut und Rotkäppchen ist so voll die Gangsterbraut, die irgendwie die Schnauze voll von jedem hat. Und dann kommt der Wolf, da, ich fresse jetzt deine Oma, halt die Fresse. Ja, mit sieben Zwergen am besten noch. Die so Kung-Kung-Fu, sieben Zwerge kommen noch dazu und alles. Ja, und dann, ja, das wäre doch geil, oder? Wenn ihr das auch wollt, schreibt doch Uwe Boll an. Nicht! Soso at Home schreibt, die Bremer Stadtmusikanten als Horrorfilm bitte. Ohne Witz, wäre wirklich lustig, auch mal so einen Trasher in der Reihe zu sehen. Ich bin ja Bremer, deswegen finde ich das sowieso geil. Germany Man 2 schreibt, ich würde gerne Aschenputtel als Verfilmung sehen, die sich an den Männern, die ihr hinterher geguckt haben, rächt. Viel Splatter, tote Männer, eine coole Frau mit dicken... Das muss alles Trash sein. Horror-Trash, finde ich geil und da habe ich Bock drauf und das würde ich mir alles ansehen. Alles. Diesen könnt ihr gewinnen, schreibt einfach euer gruseligstes Erlebnis unten in die Kommentare rein. Julian Demmel schreibt, mein gruseligstes Erlebnis war letztes Silvester. Ich habe mir mit meiner Freundin einen Horrorfilm reingezogen. Alles war okay und ich hatte keine Angst. Als der Film vorbei war, hatte ich eine Nachricht auf meinen Anrufbeantworter.
Ich hörte sie ab und der Inhalt der Nachricht war, dass von einer dunklen Stimme gesagt wurde, in 7 Tagen wirst du sterben. Später hat sich herausgestellt, dass Freunde mir einen bösen Streich gespielt haben. Trotzdem war der Schrecken im ersten Moment sehr schlimm. Alter, ich würde auch, ich kann das wohl nachvollziehen, ich wäre da auch echt, ich wäre wahrscheinlich erstmal ruhig. Oh Gott. So würde ich wahrscheinlich abgehen. Krass, dann hoffe ich, du hast es noch sehr gut überstanden und du wirst genauso viel Schrecken bei diesem Film haben. Glückwunsch an dich. Und alle Gewinner kriegen eine Nachricht von uns auf YouTube geschickt. Da müsst ihr uns dann bitte antworten mit eurer Adresse, damit ihr die ganzen Sachen auch zugeschickt bekommt. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder für Roundup Feedback von diesem Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt doch ein paar Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde mich freuen. Weiter geht es jetzt mit der letzten Roundup, mit der aktuellen Ausgabe. Zieht's euch rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr schon getan habt, macht's einfach noch einmal. Des Weiteren gibt es hier unten die Kritik zu Red 2, ebenfalls sehenswert. Da hat der Nils wieder volle Arbeit geleistet. Und ich würde sagen, bis dahin, peace and out.